Mahlzeit. Immer wieder mit einem normalen Video, mehr oder weniger. Eigentlich wird nur ein Timelapse-Bild von meinem neuen Gehäuse bei meinem alten Rechner. Er ist mittlerweile ziemlich in die Jahre gekommen. Hardware-mäßig, okay, bleibt das so wie das ist. Ich habe ein paar kleine Upgrades, also wir bauen eine kleine Wasserkühlung ein, ein paar RGB-Lüfter und ein wunderschönes neues Gehäuse. So geil. Alt? Neu. Das Ganze ist eine coole Masterbox Q500L. Ziemlich kleines Gehäuse auf jeden Fall. Es wird echt krass, diesen riesen Ziegel von Grafikkarte da drin runterzubringen. Weil die Amp Extreme ist ja doch schon eine ziemlich große Karte. Aber ja, wollen wir anfangen, oder?
allem ist es ein Kuchen im Wundergehäuse. Eine ziemliche Herausforderung, da echt extrem wenig Platz in der Kiste ist. Aber ich muss sagen, mir gefällt es ganz gut. Temperaturen sind soweit auch okay. Ja, ich habe keine Ahnung, wie ich so groß dazu erzählen soll. Ich habe mir auf jeden Fall auf Standhalter gedruckt für die Füße, um das Ganze einfach ein bisschen höher zu bekommen, dass die zwei unteren Lüfter mehr Luft reinbringen. Full-Size Grafikkarte, 240 mm, also quasi die zwei Lüfter All-in-One-Wasserkühlung. Die Kabelsleeves sind leider etwas lang, das ist die 500 mm Variante. Somit ist hinten drin ein absolutes Chaos. Die China-Lüfter sind relativ laut. Okay, aber hier sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Lüfter verbaut. Ist klar, dass die Kraft machen. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.